die Wiese. Auf ihr wächst ein Drittel unserer heimischen Blütenpflanzen. Sie ist eine Welt voller Leben. Große und kleine Tiere haben hier ein Zuhause. Und viele von ihnen nur hier. Doch unser schönster Lebensraum ist gerade dabei zu verschwinden. Vor langer Zeit schon haben Menschen Wälder gerodet und Wiesen für ihr Vieh angelegt. Auch viele Wildtiere nutzen diese Flächen voller saftigem Gras. Selbst Fleischfressern kommen sie gelegen, als Jagdrevier. Instinktiv versucht der große Brachvogel, so wenig aufzufallen wie möglich. Die Feuchtwiese ist sein angestammter Brutplatz. In solchen naturnahen Wiesengebieten finden Füchse alles, was ihnen schmeckt. Regenwürmer, Frösche, Mäuse und Vogeleier. Und die legt der Brachvogel einfach auf den Boden. Das ist sein Nest. Eier und Vogelmutter sind gut getarnt und zwischen den mageren Gräsern und Kräutern kaum zu entdecken. Auch der Kiebitz ist ein Bodenbrüter und mittlerweile wie der Brachvogel vom Aussterben bedroht. Einer der Elternvögel hält immer Wache, behält die Umgebung im Auge. Der Fuchs war erfolgreich auf der Nachbarwiese. Allerdings hat er keine Eier gefunden, sondern Wühlmäuse erbeutet. Der Räuber hat auch Nachwuchs zu versorgen. Raubtiere waren nie eine ernsthafte Gefahr für den Brachvogel. Es gab stets genügend Wiesen, in denen die Wiesenbrüter ihre Nester haben. Zahllose Generationen von Küken sind hier geschlüpft, weil die Flächen über Jahrhunderte immer gleich bewirtschaftet wurden. Was ist geschehen, dass der einst so häufige Brachvogel so gut wie ausgestorben ist? Verluste durch Fuchs und Co. müsste er mit 4 Küken im Jahr eigentlich wettmachen können. Es gibt eine Bedrohung, der er nichts entgegenzusetzen hat. Auch beim Kiebitz geht Ende April der Nachwuchs auf Exkursion. Den Vögeln stehen anstrengende Wochen bevor. Hoch über der Feuchtwiese singt ein Feldlerchenmännchen scheinbar unaufhörlich. Das Markenzeichen naturnah bewirtschafteter Wiesenlandschaften. Das Lerchenweibchen baut in der Zwischenzeit ein Nest. Mitten in einem Ozean aus Gräsern. Ein guter Trick. Wer kann sie hier schon finden? Der Schreiadler vielleicht? Die Wiese ist das Jagdrevier des Schreiadlers, von dem in Deutschland nur noch etwa 100 Paare brüten.
Aber das Lärchennest ist so gut wie unsichtbar. Auch bei Tieren gibt es Pendler. Viele brauchen die Wiese und den Wald. So wie das Reh. Die ersten richtig warmen Tage im Jahr. Sogar im dichten Wald. Und das alte Winterfell juckt. Die Ricke ist unruhig. Den Bock kann sie jetzt gar nicht in der Nähe gebrauchen. Im Mai sehen die Rehe ziemlich zerzaust aus. Das neue rote Sommerfell kommt unter dem langen Winterpelz bereits zum Vorschein. Das dicke Winterhaar ist aber nicht vergeudet. Es findet sogar neue Besitzer. Was im Winter das Reh warm gehalten hat, ist eine gute Isolation für das Nest der Kohlmeise. Die Ricke hat sich vor 9,5 Monaten gepaart. Nun sucht sie sich einen ruhigen Platz am Waldrand. Nach der Paarung im letzten Sommer ist der Embryo, wie bei Rehen üblich, in eine Art Schlaf gefallen. Die Keimruhe. Im Dezember fing der Nachwuchs an zu wachsen. Und jetzt, nach einem knappen halben Jahr, ist er bereit. Rehe bringen meistens 2 Junge zur Welt. Und unsere Ricke? Da ist der Zwilling. Nur ein Drittel so schwer wie ein neugeborenes Menschenkind. Etwa 1 Stunde lang leckt die Ricke jedes Kitz trocken. Erst dann kann das Fell die Kleinen richtig wärmen. Bis die Winzlinge auf eigenen Beinen stehen können, spüren sie die wohltuende Nähe der Mutter. Kaum 1 Stunde alt, wagen sie erste Schritte. Die Mäusebussarde machen es wie die Rehmutter. Drinnen im Wald verstecken sie ihre Jungen. Doch um genügend Futter zu finden, brauchen sie die Wiese da draußen. Auf dem mageren Hang blühen im Frühling die unterschiedlichsten Blumen. Darunter große gelbe Sterne, die früher überall am Wegesrand und in trockenen Wiesen zu sehen waren. Der Wiesenbocksbart war einst so häufig, dass er ein beliebtes Küchengemüse war.
Wenige Tage nach dem Aufblühen schließt und öffnet sich der Blütenstand zum letzten Mal. Als überdimensionale Pusteblume, so groß wie ein Tennisball. An jedem der federleichten Schirmchen hängt ein einzelnes Samenkorn und wartet auf den Wind. Mit diesen Flugapparaten haben Pflanzen wie der Wiesenboxbart schon vor langer Zeit das ganze Land erobert. Auch sie sind einst hierher geflogen. Ragwurzen. Orchideen, die ebenfalls in trockenen Magerwiesen wachsen und kalkhaltigen Boden brauchen. Ihre staubfeinen Flugsamen können Fliegenragwurz und Hummelragwurz nur dann bilden, wenn sie es schaffen, mit ihren kompliziert gebauten Blüten einen anderen Wiesenbewohner hinters Licht zu führen. Fliegen- und Hummelragwurz haben ihre Namen nicht nach ihren Bestäubern bekommen. Ihre Blüten werden nämlich weder von Fliegen noch von Hummeln bestäubt. Auch nicht von Schmetterlingen. Die Bläulinge nutzen die Blütenstände lediglich als Sonnenbank. Warten hier oben, bis Wolkenlücken wärmende Strahlen hindurchlassen. Aber wo bleibt der Bestäuber? Wenn die Morgensonne an Kraft gewinnt, werden männliche Langhornbienen wach. Sie erscheinen früher im Jahr als die Weibchen und sind liebeshungrig. Das nutzen die Hummelragwurzen aus. Sie locken die kleinen Kerle gezielt an, indem sie mit ihren Blüten, mit Form, Farbe und einem besonderen Duft weibliche Langhornbienen nachahmen. Das Bienenmännchen versucht, die Blüte zu begatten und bekommt dabei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. Sie lassen sich nicht so leicht wieder abschütteln. Derart geschmückt steuert die Langhornbiene auf die nächste Orchideenblüte zu und bestäubt sie. Normale Blumen entfalten ihre Blüten, um zu zeigen, dass sie Pollen und Nektar anbieten, als Bezahlung für die Bestäubung. So wie der Wiesensalbei. Auch viele Tiere arbeiten mit Tricks. Etwa diese kleinen Pflanzensauger, die die Wiesenblumen versteckt in Schaumbällchen anzapfen, die der Volksmund Kuckucksspucke nennt. Die Baumeister sind die Larven der Schaumzikade. Sie scheiden ein eiweißhaltiges Sekret aus, das sie mit Luft aufpusten. In der Kuckucksspucke sind sie so gut wie unsichtbar. Eine Anpassung an die vielen Fressfeinde. Unsere Ricke ist mit ihren Kitzen immer in Bewegung und muss nicht wie der Schreiadler wochenlang zum Geburtsort des Nachwuchses zurückkehren. Um die Zwillinge vor Feinden zu schützen,
versteckt die Mutter die beiden getrennt voneinander. Im ersten Lebensmonat bleiben sie exakt an dem Platz, an dem die Ricke sie zurückgelassen hat. Komme, was wolle. Ein Verhalten, das jahrtausendelang bestens funktionierte. Doch das Leben in der Wiese hat sich dramatisch verändert. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts erledigen Maschinen den Job von Sicheln, Sensen und Weidetieren. Ohne regelmäßiges Mähen würde die Wiese verschwinden. Aber das Mähwerk ist auch eine Bedrohung. Die Ricke flüchtet in den nahen Wald. Später kann sie das kleine Jahr holen. Die Brachvogelfamilie hat ihr Nest längst verlassen. Nur die leeren Schalen sind noch da. Wird eine Wiese vor Juni gemäht, haben die Bodenbrüter keine Chance. Und das Rehkitz? Wenn der Bauer die ganze Fläche mäht, ist es wohl verloren. Instinktiv versucht es, nicht aufzufallen und ist damit seinem Schicksal ausgeliefert. Hilfe kommt von unerwarteter Seite. Ein Unwetter hat die Arbeiten unterbrochen. Blitz und Donner retten dem Kitz das Leben. Die Ricke wartet am Rand der Wiese, wo das zweite Junge liegt. Sie ruft ihre Kitze zu sich und zieht weiter. Im Alter von 5 Wochen sind die Kleinen bereits so beweglich, dass sie der Mutter gut folgen können. Die Sonnenwärme lockt Insekten aus ihren Verstecken. Futter für die Feldlerchenküken. Die Rehkitze bleiben am liebsten im Windschatten ihrer Mutter. So können sie die Ricke immer riechen, auch wenn sie sie im hohen Gras der Wiese nicht sehen. Die Feldlerche, den Schnabel voller Futter, landet nicht direkt am Nest, sondern legt die letzten Meter zu Fuß zurück. So verrät sie nicht, wo ihre Küken sitzen. Der Kot könnte verräterisch sein und wird entsorgt. In der Kinderstube von Reh und Feldlerche blühen gegen Ende des Frühlings immer mehr Gräser auf. So wie das Zittergras. Aus den Blütenständen von Glatthafer und anderen Gräsern schieben sich Staubbeutel und Narben und warten auf den Wind, der den Pollen von Pflanze zu Pflanze weht. Auch Gräser sind Blütenpflanzen. Während immer mehr Gräser blühen, zeigen sich jetzt Tiere, die bis vor kurzem noch unauffällige Larven waren. Heuschrecken, wie die seltene Plumpschrecke. Oder die häufige Zwitscherschrecke. Fast 100 Heuschreckenarten gibt es bei uns, mit langen Fühlern oder mit kurzen. Fast jede von ihnen hat eine unverkennbare Stimme. Und in jeder Wiese ist das Heuschreckenorchester anders besetzt. Ein Open-Air-Konzert mit freiem Eintritt. Thank you.
Die Musik hilft bei der Partnersuche. Wiesen bieten mehr als 3000 heimischen Tierarten einen Lebensraum. Besonders wenn sie eingezäunt sind und an ihrem Rand Sträucher und Bäume wachsen. Auch Viehweiden sind Wiesen. Hier leben noch mehr Tierarten als auf Flächen, die gemäht werden. Natürlich nur, solange nicht so viele Nutztiere darauf grasen. Der Zaun und seine Pfosten sind auch Teil des Lebensraums. Am Rand der Weide haben die Füchse ihren Bau. Während die Welpen draußen spielen, geht die Mutter auf Jagd. Die Lerche lenkt den Eindringling ab, huscht davon und fliegt woanders wieder auf. Wo ist das Nest? Die Füchsin macht sich auf die Suche nach leichterer Beute. Die Raubtiere sind nicht wählerisch. Ihre Hauptbeute: Regenwürmer und Kleinsäuger. Diesmal hat sie eine unvorsichtige Maus gefangen. Der Jagdausflug fängt gut an. Selbst aus der Nähe sind sie kaum zu entdecken. Feldlerchenküken sind Meister der Tarnung, bis es etwas zu fressen gibt. Hunderte Male fliegen die Eltern hin und her und kommen aus wechselnden Richtungen zu Fuß zum Nest. Schon im Alter von gut einer Woche spazieren die Kleinen herum. Manchmal kommt unangemeldeter Besuch. So wie dieser Goldlaufkäfer. Vom Ei zum pflücken Jungvogel in weniger als 2 Wochen. Noch ein paar Tage, dann haben sie es geschafft. Sofern nicht Schreiadler, Bussard oder Fuchs ihre Tarnung auffliegen lassen. Zwischen den Fütterungen verschmelzen die Kleinen wieder förmlich mit dem Wiesenboden. Bis die Füchsin mit etwas zu fressen zurückkommt, vertreibt sich der Nachwuchs die Zeit mit Spielen. Und mit dem Kennenlernen und Erkunden der Umgebung. Das Herumtollen dient nicht nur dem Zeitvertreib. Die kleinen Raubtiere üben schon mal für später. Anschleichen zum Beispiel. Und sie lernen immer mehr Mitbewohner ihrer kleinen Welt kennen. Die Abbruchkante hat neben der Fuchsröhre noch viele weitere kleine Eingänge. Sie stammen von Wildbienen, die an der Steilwand ihre Brutkammern anlegen. Merkwürdige Nachbarn. So klein und trotzdem so laut. Und noch jemand mit fuchsrotem Pelz wohnt hier, der Wollschweber. Er wartet darauf, dass ein Sandbienennest unbewacht ist. Immer wieder pudert er sein Hinterteil mit Lehmstaub ein, so wie ein Kugelstoßer seine Hände mit Talkum.
Sobald eine Wildbiene ihren Brutstollen verlässt, zielt der Wollschwäber und schießt ein Ei ins Bienennest. Er ist der Kuckuck unter den Wieseninsekten. So ein Fuchsbau wäre auf einer von Maschinen gemähten Wiese undenkbar. Auf der Weide dagegen stört er nicht und trägt zum Reichtum des Lebensraumes und damit zur Artenvielfalt bei. Mehrere hundert Zikadenarten gibt es bei uns, viele davon nur auf Wiesen. Dazu gehört natürlich auch die Schaumzikade, die sich als Larve noch in der Kuckucksspucke versteckt hat. Als erwachsenes Tier saugt sie ohne Deckung Pflanzensaft. Oder die fingerdicke Bergzikade. Sie hat einen Saugrüssel wie alle Zikaden. Den bohrt sie in den Stängel der Hundskamille, um Pflanzensaft zu trinken. Sie hat aber noch einen Zusatzbohrer, mit dem sie ihre Eier im selben Pflanzenstängel ablegt. Oben bohren und trinken, unten bohren und Eier legen. Zikadenweibchen sind multitaskingfähig. Bergzikaden können nur dort leben, wo nicht die gesamte Wiese abgemäht wird, da dann alle Eier abtransportiert werden. Sommer. Die Rehkitze sind jetzt 10 Wochen alt, verlieren ihre Flecken im Fell und bekommen keine Milch mehr. Die Braunkehlchen sind noch weiter. Sie haben bereits eine erste Brut im Jahr großgezogen und haben erneut Junge im Nest. Einer kleinen Laube auf dem Boden in der Wiese. Das Männchen mit seiner markanten Gesichtsmaske hält Ausschau nach möglichen Gefahren. Warum nur noch ein Bruchteil der Braunkehlchen von einst bei uns übrig ist und warum der Singflug dieser Wiesenvogelart immer noch ungebremst ist, kann es freilich nicht erkennen. Braunkehlchen benötigen schonend bewirtschaftete Wiesen, die nicht so oft gemäht werden. Hier finden sie ausreichend Futter. Doch eine so späte Brut fällt in die Zeit der Heuernte. Es ist windig und heiß. Ideales Heuwetter. Überall wird heute gemäht. Aber die kleinen Braunkehlchen sind noch nicht flügge. Die Fläche, die ein Landwirt einst an einem Tag mit der Sense schneiden konnte, heißt Tagwerk. Etwa 1/3 Hektar, also gut 3000 Quadratmeter. Dank Schlepper- und Kreiselmähwerk schafft der Bauer heute mehrere Hektar in der Stunde. Die Messer der Schneidwerke mähen mit hoher Geschwindigkeit durchs Gras. Unvermeidlich, dass dabei unzählige Tiere auf der Strecke bleiben. Es erscheint paradox. All die Opfer haben kaum Einfluss auf die Häufigkeit der Insekten. Sie vermehren sich in großer Zahl und machen Verluste, ob durch die Schnäbel der Vögel oder durch Landmaschinen, wieder wett. Auch verdorren jetzt seltene und geschützte Pflanzen zu Heu. Unterließe man jedoch das Mähen und Heuwenden,
kämen Stauden und Sträucher auf, die die Wiese allmählich überwuchern und die Vielfalt auslöschen würden. Und was ist aus unseren Braunkehlchen geworden? Die Jungvögel konnten vor dem Mähwerk davonhüpfen. Auch vor dem Heuwender. Die Eltern tun alles, damit ihr Nachwuchs jetzt so schnell wie möglich das Fliegen lernt. Sie machen es den Kleinen vor. Flugschule im Heu. Hätte der Bauer ein paar Tage früher gemäht, wären die Braunkehlchen verloren gewesen. Unser Land war einst zu einem Viertel von artenreichen Wiesen bedeckt. Heute sind die Flächen, in denen es blüht, summt und zwitschert, fast verschwunden. Aber warum ist das so? Einer der Gründe, warum sich die Welt von Bambi und Co. so sehr verändert hat, sind die Marktpreise. Fast 1 Million Hektar Grünland kamen in den letzten 3 Jahrzehnten unter den Pflug. Denn Feldfrüchte bringen mehr Geld ein. Der Überlebenskampf vieler Höfe ließ den Landwirten keine Wahl. Wirtschaftlich ist der Wiesenumbruch nachvollziehbar. Aber der Lebensraum Wiese, der hier vielleicht über Jahrhunderte bestand, hört auf zu existieren. Von schönen Blumenwiesen allein kann ein Landwirt nicht leben. Es sei denn, er wird durch zusätzliche Beihilfen unterstützt. Viele Ökologen fordern das. Die Subventionen für die Landwirtschaft führen heute dazu, dass industriell gewirtschaftet wird und die Vielfalt verschwindet. Wir brauchen mehr Geld für Bauern, die die Landschaft pflegen und den Artenreichtum fördern. Noch gibt es in Deutschland fast 5 Millionen Hektar Wiese. Allerdings kaum noch welche, auf denen Enzian und Sumpfengelwurz blühen. Wiesen, in denen es vor Leben nur so wimmelt, auch nach Einbruch der Dunkelheit. In dieser kühlen Nacht weht ein unwiderstehlicher Duft über die Wiese. Für den Rehbock. Der wittert, dass die Ricke jetzt empfängnisbereit ist. Die beiden paaren sich gleich mehrfach, um sicherzustellen, dass die Ricke in 9,5 Monaten wieder 1 oder 2 Kitze zur Welt bringt. Ob sich der Sumpfengelwurz erfolgreich vermehren kann, hängt ganz von der Bewirtschaftung seiner Wiese ab. Das Jahr hat längst seinen Höhepunkt überschritten. Dennoch tauchen auf einmal ganz neue, farbenprächtige Lebensformen auf. Saftlinge. Wachsartige Pilze, die nur auf ganz mageren Wiesen wachsen. Der papageigrüne Saftling etwa. Der kirschrote Saftling, der so bedroht ist wie das Dutzend anderer Saftlingsarten. Oder der granatrote Saftling. Schon eine einzige Fuhre Dünger kann die empfindlichen Pilze auslöschen,
nachdem sie vielleicht jahrhundertelang da waren. Die Pilze geben nur ein kurzes Gastspiel. Bei Wintereinbruch sind die farbenprächtigen Fruchtkörper längst wieder verschwunden. Die Wiese fällt in einen tiefen Schlaf. Unsere Ricke hat den Kälteeinbruch nicht überlebt. Ist der Winter besonders hart, sterben die schwächeren und kranken Tiere und erleichtern anderen wie Bussard und Fuchs das Überleben. Mäuse und andere Beutetiere halten sich jetzt unter Eis und Schnee verborgen und leben von unterirdischen Vorräten. Aas ist daher eine begehrte Nahrungsquelle. Aber der Fuchs scheut die Gesellschaft der Greifvögel und traut sich nicht so recht heran. Er macht sich lieber aus dem Staub. Schließlich könnte ein Greif dabei sein, der ihn als Beute betrachtet. Er wird in der Nacht zurückkehren. Kaum werden die Tage länger, schieben sich die Frühblüher aus dem Boden. Sie haben es eilig, denn bald wird ihnen das Blätterdach der Bäume das Licht nehmen. Für unsere Rehzwillinge beginnt eine scheinbar gute und üppige Zeit. Doch irgendwas ist anders. Ein Landwirt macht sich auf den Weg zu seiner Wiese, einem in seinen Augen unrentablen Stück Grün, das nur mageres, eiweißarmes Futter hergibt. Er hat sich für heute etwas vorgenommen, das wir alle tun. Er will seinen Job gut machen. Etwas besser sein als zuletzt, den Ertrag und damit seinen Verdienst erhöhen. Mit seinem kleinen Betrieb erwirtschaftet er sowieso keine Reichtümer. Vielleicht will er mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Vielleicht möchte er seiner Tochter Klavierstunden bezahlen. Eigentlich muss er sich gar nicht rechtfertigen, obwohl er veraltete Technik einsetzt und es besonders gut meint. Was er tut, ist jedoch eine Katastrophe für Pflanzen und Tiere auf einer Wiese, die noch nie zuvor gedüngt wurde und die ihr Besitzer ab sofort intensiv nutzen wird. Der ersten Gülle, die auf die Wiese geschüttet wird, folgt ein Massensterben. Pilze verenden als erste. Nicht nur die bunten Saftlinge. Die unsichtbaren unterirdischen Pilzgeflechte, mit denen viele Pflanzen in Symbiose leben, geben auf. Danach sterben Orchideen, Enziane und andere seltene Pflanzen. In Deutschland fallen Urin und Kot von mehr als 10 Millionen Rindern und fast 30 Millionen Schweinen an. Jedes Jahr. Das ergibt etwa 200 Millionen Tonnen Gülle, die auf Feldern und Wiesen landen. Mehr als 10 Badewannen voll pro Einwohner. Müssten nicht wenigstens die Wildpflanzen, die keinen Pilzpartner brauchen, im kommenden Frühjahr besser wachsen? Schließlich ist Gülle ein hochwertiger Dünger. Warum verschwindet die Artenvielfalt, wenn eine Wiese wirtschaftlich auf Vordermann gebracht wird? Der vermeintliche Nährstoffsegen wird von der Mehrzahl unserer Pflanzen nicht vertragen. Sie weichen Arten, die mit großen Düngermengen umgehen können. Der Löwenzahn etwa.
Er gehört zu den Gewinnern, als eines von wenigen Kräutern. Dank Gülle wächst die Wiese jetzt viel dichter als zuvor. So dicht, dass die Küken der Wiesenbrüter nicht mehr zwischen den Pflanzen umherlaufen können. Sie liefert gutes Futter für die Kühe, aber sie ist ökologisch wertlos. So schön sie ist, die Löwenzahnwiese ist kein Tierparadies. Der große Artenreichtum, der noch vor wenigen Jahren herrschte, ist verschwunden. Die Wiese ist verstummt. Nur noch wenige Tiere sind hier zu Hause, wie das Reh, das gerne die energiereichen Blüten abzupft. Lohnt es sich für den Löwenzahn überhaupt noch zu blühen, wenn kaum noch Bestäuber in der Wiese leben? Er kann sich selbst befruchten und ist nicht auf Insekten als Bestäuber angewiesen. Einige Botaniker meinen, dass er nur deswegen üppig blüht, damit die Insekten gar nicht erst zu den anderen Blumen fliegen, die eine Konkurrenz für ihn sind. So kann er viel mehr Samen produzieren als seine Mitbewerber in der Güllewiese. Weil der Löwenzahn sich zudem schnell entwickelt und nur ein paar Tage nach der Blüte fertige Samen hat, erobert er im Nu ganze Täler. Dank ausgeklügelter Flugapparatur. Überall sind die bunten Heuwiesen zu Einheitsgrünland geworden. Unsere Rehzwillinge werden auch hier satt. Sie vermissen den Gesang der Brachvögel und Feldlerchen wahrscheinlich nicht. Aber wir verlieren unseren buntesten Lebensraum und mit ihm all die Tiere und Pflanzen und auch die Düfte und Geräusche, die hierher gehören. In die Wiese. Das Paradies nebenan.